Und weiter geht's mit der Female Football Academy. Als nächstes freue ich mich, Christine Lehmann begrüßen zu dürfen. Christine wird uns erzählen, wie es beim Dachverband der Berliner Fußballvereine aktuell läuft. Der Dachverband der Berliner Fußballvereine begleitet den Fußball schon seit Anbeginn. Wie hat sich der Fußball in Berlin in den letzten Jahren verändert und wo geht die Reise hin? Das wird uns Christine Lehmann erzählen, die Referentin im Mädchenfußball ist und für den Jugendausschuss zuständig ist. Kurz ein paar einführende Worte. Christine ist seit 1974 in verschiedenen Vereinen der Berliner Fußballverbände als Fußballspielerin aktiv gewesen. Als sportlichen Höhepunkt bezeichnet sie die Zeit in der Regionalliga mit dem BSV 92. Später war Christine dann Trainerin, B-Lizenz von Frauen, Juniorinnen und Juniorenmannschaften und derzeit ist sie noch als Teamerin beim DFB Mobil tätig. Seit 2011 ist sie Referentin für den Mädchenfußball im Jugendausschuss und seit 2018 stellvertretende Vorsitzende des BFV-Ausschusses für Frauen und Mädchenfußball. Und da ist sie auch schon. Hallo, Christine Lehmann. Hallo. Wir hören dich, wir sehen dich und du hast eine kleine Präsentation für uns mitgebracht, richtig? Genau. Also ich fange mal an. Also ich freue mich, da zu sein. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein kann und setze auch ganz viel Hoffnung in diese ganzen Institutionen, in die Akademie, dass wir gemeinschaftlich da weiterkommen. Es ist ja auch ein bisschen meine Geschichte vom Fußball. 1974, wo ich angefangen habe, also 4 Jahre nachdem Frauen offiziell, also seit 1970, Fußball spielen können beim Berliner Fußballverband, habe ich damals natürlich überhaupt nicht gewusst. Ich wollte einfach nur Fußball spielen, war eigentlich schon fast so ein bisschen zu alt mit 12 Jahren, aber ich war einfach froh, dann dabei sein zu können, habe bei den SC Siemensstadt angefangen und kam in die Mädchenmannschaft. Mädchen haben damals gespielt von 6 bis 12 Jahren zusammen, weil es eben noch nicht genug gab. Also ich war zwar sportlich, aber trotzdem von meiner Körpergröße habe ich dann da nicht mehr hingehört und ab 13 Jahren durfte man dann bei den Frauen spielen. Also wir haben dann ab 13 Jahren Frauen gespielt. Nicht unbedingt, dass ich schon das Niveau hatte, aber ich war total fasziniert von diesem Sport und bin auch immer fleißig zum Training gegangen und und habe dann auch wirklich das Fußballspielen erlernt. Und da ist es tatsächlich nochmal, um Ausblick zu geben, so wie heute immer noch. Man hat in der Schule nicht gelernt, koordinativ mit den Füßen zu arbeiten. Und wenn ich jetzt mit den Lehrern durch den DFB Mobil spreche, dann ist das immer noch so, dass die Mädchen, also dass man Staffelläufe macht, den Ball übergeben mit der Hand, mit dem Kopf, mit allem, bloß nicht mit dem Fuß. Und auch da arbeiten wir eigentlich dran, dass das mal Einzug nimmt in den Sportunterricht, dass man auch koordinativ mit den Füßen ausgebildet ist, um dann eventuell auch später entscheiden zu können, Fußball zu spielen. Also auch damals war es noch genauso wie heute. Wir haben damals 2x30 Minuten gespielt. Fast immer, wir hatten eine Liga, dann kam die zweite dazu, beziehungsweise 2 Staffeln. Wir haben immer gegen die gleichen Mannschaften gespielt. Das war TB, Meteor, Hertha, Zehlendorf, Borsigwalde, PostSV. Also das sind die Mannschaften, die mir jetzt noch so einfallen. Es war immer total toll. Es war wie eine Familie. Also wir haben danach auch noch zusammengesessen. Und dieser ganze Teamgeist, der hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Und da gab es überhaupt gar keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Es macht genauso den Frauen Spaß wie den Männern, Fußball zu spielen. Und wir haben auch damals zusammen trainiert mit der Jugendliga. Auch da haben wir überhaupt nicht irgendwie gemerkt, dass es da Probleme gab. Also man hat einfach zusammen gespielt. Die Respektlosigkeiten, die man vielleicht jetzt viel, viel mehr hat auf den Plätzen,
An die kann ich mich einfach nicht erinnern. Also entweder habe ich sie ignoriert, aber ich kann mich nicht erinnern, dass das so wie heute war, dass man doch immer als Frau noch viel mehr kämpfen muss auf dem Fußballplatz. Also nicht nur auf dem Platz, sondern neben dem Platz eher gesagt. Ja, Sprüche, macht ihr auch danach Trikottausch? Ich glaube, die haben wir immer noch. Auffällig war damals, waren unsere Trikots, die deutlich überlang waren, weil das meist die abgelegten von den Männern waren. Und ab und zu haben wir uns gewundert, dass wir doch dann auf dem Schotter spielen mussten. Aber auch das haben wir überstanden. Und ja, ich hatte das Gefühl, es geht immer weiter aufwärts. Und letztendlich war es ja auch so, es wurden immer mehr Mannschaften. Toll war natürlich nach der Wende, dass wir, ich bin ja da in dem Westteil sozusagen aufgewachsen, dass dann mit dem Ostteil noch ganz viele andere Mannschaften dazugekommen sind. Das war natürlich toll, dass man viel mehr kennengelernt hat. Und ja, auch da hat man sofort gemerkt, ja, Ost-West ist Fußball, ist überall das Gleiche. Und auch das hat fasziniert einfach, dass es da überhaupt gar keine Unterschiede gibt. Ja, in 97, 98 kam dann die eingleisige Bundesliga. Und dann kam ich auch, also wie gesagt, dann habe ich auch meine Trainerlehrgänge gemacht. Also das heißt, auch da war ich immer noch Exotin, als ich die B-Lizenz gemacht habe. Ganz wenige haben eine Trainerlizenz gemacht. Also wenige Frauen. Es ist heute auch etwas besser, aber nicht so, wie man sich das vorstellt, dass es wirklich gleichberechtigt, dass wir gleichberechtigt bei Trainerlehrgängen, gleichberechtigt teilnehmen am Sport. Das liegt natürlich teilweise tatsächlich an uns selber und an, dass es noch nicht so viele Mädchen und Frauen gibt. Aber genau darum geht es, warum ist das so? Und wir haben im Fußballverband ganz, ganz tolle Projekte. Alle kicken mit, die kommen ja, glaube ich, morgen noch. Wo man auch merkt, dass der Bedarf da ist, dass wir einfach gucken müssen, wie bekommen wir die Mädchen, die Fußball spielen wollen, in die Vereine. Ja, ich habe mal eine Präsentation mitgebracht. Die würde ich jetzt gerne mal zeigen. Da sieht man ein paar Zahlen von der Entwicklung. Hier sieht man, wir haben uns entwickelt und von den tatsächlich passiven weiblichen Mitgliedern gibt es einen Anstieg. Kommt auch daher, dass man zum Beispiel auch sagt, okay, wir wollen auch Betreuerinnen, die vielen Betreuerinnen in den Vereinen sollen auch passive Mitglieder sein. Einmal, damit sie auch versichert sind und zum einen, damit wir auch hinsichtlich des Kinderschutzes damit wir auch hinsichtlich des Kinderschutzes da das erweiterte Führungszeugnis von allen haben. Allerdings die Zahl, wenn man sieht, von 90.505 aktiven Mitgliedern sind nur 6.831 in Berlin, sind 8% weibliche Aktive. Und ja, das ist schon fast ein bisschen, also als ich die Zahl nochmal gesehen habe, habe ich gesagt, oh, ist doch irgendwie schon erschreckend. Also es ist trotzdem 6.000, sind schon sehr viele. Also wenn man in der Fußballfamilie unterwegs ist, dann merkt man schon, spielen sehr viele, aber noch lange nicht so viel, wie es sein könnte oder wie es eben, damit auf dem Fußballplatz da auch wirklich die Mädchen und Frauen sichtbar sind. Ja, von 382 Vereinen haben wir 75 Vereine, die Mädchen- und Frauenteams haben. Und sieben Vereine sind reine Frauenfußballvereine, weil die irgendwann gesagt haben, okay, wir werden in den Vereinen einfach zu sehr an die Seite gedrängt. Wir wollen einfach gleichberechtigt wichtig sein. Ob das der richtige Weg ist,
weiß man nicht. Ich finde, Gleichberechtigung heißt, in einem Verein gibt es die Möglichkeit für alle, die dort spielen wollen. Ja, kommen wir mal zur nächsten Folie. Muss ich das machen? Ja, genau. Ja, weil wir im Fußballverband, wir haben die ganze Zeit auch dran gearbeitet. Was kann man alles tun, um die Situation zu verbessern? Wir haben die Möglichkeit, dass Mädchen bei den Jungs spielen. Als ich angefangen habe als Frauenreferentin, da hieß es, konnten die bis D spielen. Da habe ich gesagt, eigentlich gibt es doch keinen Grund. Wenn die bei C bei den Jungs spielen wollen oder bei B bei den Jungs, dann können sie das doch auch tun. Und das haben wir immer erweitert, immer mehr, sodass eigentlich bis zu den A-Junioren mittlerweile alle, auch die Talentierten, weiter gefördert werden können. Wir haben das hört sich so simpel an, aber es ist nicht simpel, weil es muss von den Vereinen, von den Vereinsvorständen, müssen die Satzungs- und Ordnungsänderungen ja mitbestimmt werden. Und das war nicht so, dass die gesagt haben, ja klar, ist ja kein Problem. Für uns haben wir gesagt, ja, was stört euch denn, wenn da ein Mädchen spielt? Aber es waren so viele Vorurteile, die man erstmal aufbrechen musste, dass es nicht ganz leicht war. Aber wie gesagt, wir haben schon ganz viel geschafft und wir wollen noch viel mehr schaffen. Und wir haben dazu eine AG Zukunft, eine Arbeitsgruppe, die hat aus verschiedenen Werkstätten bestanden, die sich um verschiedene Themen gekümmert haben. Was will man demnächst im Berliner Fußball angehen? Und eine Werkstatt dazu war Frauen- und Mädchenfußball. Und für uns haben wir so ein paar Handlungsfelder herausgehoben, wo wir sagen, okay, in diese Richtung wollen wir demnächst aktiv gehen. Und dazu gehört die gleichberechtigte Teilhabe der Geschlechter in der Satzung. Also wir möchten in den Ausschüssen, wir haben ja gesagt, also wie der Antrag wird demnächst im August im Verbandstag sein, aber wie er genau ausgestaltet ist, da ringen wir noch drum. Wir sagen, es sollten mindestens 30% Frauen in jedem Ausschuss sein. Ungern würde ich das Thema Quote in den Mund nehmen, weil das doch sehr verbrannt schon ist, weil das auch schon fast negativ besetzt ist. Aber ich glaube, dass wir diese Regelung brauchen, sonst wird nichts passieren. Wir müssen diesen Start erstmal hinschaffen und dann vielleicht ist das auch eine Selbstverständlichkeit und dann braucht man auch so eine Satzungsänderung nicht mehr. Wir haben dann auch den Wunsch, dass Frauen, die älter sind wie ich, eigentlich hat man kaum noch eine Spielmöglichkeit. Also sagen wir mal, in der Frauenmannschaft, klar kann ich da spielen, aber mit den 20-jährigen Hüpfern wäre jetzt auch nicht so mein Fall mehr. Jetzt haben wir gesagt, ja, warum können wir eigentlich nicht bei den Senioren mitspielen? Auf Kleinfeld. Und auch diesen Änderungsantrag werden wir jetzt einbringen. Ich bin gespannt, ob dies eine Mehrheit findet, weil eigentlich dürfte keiner dagegen haben, wenn der Verein will, wenn die Mannschaft will, wenn die Frau will, lass sie doch zusammen spielen. Ja, das andere Handlungsfeld ist, dass wir eben mehr Interaktionen mit den Vereinen haben. Wir wollen direkte Ansprechpartner in den Vereinen haben, um auch unsere Botschaften, unsere Aktionen in die Vereine zu bringen. Weil wir erreichen nicht alle Vereine, weil die sagen, ich habe kein Mädchen, Frauen, wir haben nichts. Natürlich, ihr habt ganz viele Frauen. Also wahrscheinlich würde so ein Verein überhaupt nicht laufen ohne die Frauen, ohne die Mütter, die Trikots waschen oder die Betreuerinnen, die da sind. Und sie haben aber auch vielleicht ein Mädchen, was bei den G-Jugend spielt, bei den D-Jugend, bei den E-Jugend. Das wird oft gar nicht so erkannt. Da geht es darum, dass wir das auch mehr in die Vereine bringen. Dann Talentförderung, ja, da gibt es immer noch große strukturelle Defizite gegenüber den Junioren. Da haben wir gesagt, wir brauchen eine Förderung für unsere Talente. Selbst große Vereine, sagen wir wie Union,
ist noch nicht, dass da die Frau, die Talente bei den Mädchen genauso gefördert werden oder die gleiche Unterstützung haben wie bei den Jungs. Da müssen und wollen wir hinkommen. Und dafür eine finanzielle Förderung, die wir zusammen mit Sponsoren als GmbH oder Förderverein, also welcher Struktur da auch immer rauskommt, aber wir möchten dafür ein Konzept erarbeiten. Dann möchten wir Konzepte arbeiten, um ein Bonus- und Anreizsystem für die Vereine zu geben. Also die, die schon Mädchen- und Frauenmannschaften haben, dass sie einfach gesondert eine Ausschüttung kriegen, der jährlichen Ausschüttung für Jugendmannschaften oder auch Mannschaften. Und wir möchten natürlich auch so andere Vereine animieren, in diese Richtung für den Mädchen-Frauen-Fußball etwas zu tun. Ja, und dann natürlich das ganz große Thema Kommunikation, Imagekampagnen, Ansprechpartner. Da geht es um Vernetzung. Vernetzung, das, was wir heute hier machen, dass das unbedingt ein Themenfeld ist, was wir permanent besetzen müssen, immer wieder an Vernetzung arbeiten und dafür eben auch, ja, sagen wir mal, auch jemand als Ansprechpartner haben, der schaut, wo bewegt sich was, weil immer wieder, man kriegt eigentlich fast immer durch Zufall mit, dass es doch ganz viele Institutionen gibt, die sich schon um den Mädchen- und Frauenfußball kümmern. Ja, Sponsoring ist natürlich ein großes Thema. Geld muss da sein, damit man auch etwas schaffen kann. Partner, Medien müssen berichten. Auch das ist super, super wichtig für uns, dass die Persönlichkeiten, und es gibt viele Persönlichkeiten im Frauenfußball, und dass die Mädchen die Vorbilder auch sehen. Und ich glaube, dass das alle auch interessiert. Also auch Männer. Ich finde mal ganz faszinierend, mein 90-jähriger Vater, der guckt total gerne Frauenfußball. Der sagt, oh, das ist nicht so grob, die spielen so toll und da wird nicht dauernd gefoult und da drehen sie sich nicht 25 Mal. Und ich glaube, dass so ganz viele so denken. Und das muss man aber mal sagen, ja, es wird gewünscht. Viele sehen gerne Frauenfußball. Natürlich auch Ansprechpartner, unsere Eltern, die immer noch Vorurteile haben. Fußball ist nichts für dich. Das ist Proletensport, das ist grob oder da spielen ja, also nur Mannsweiber oder was auch immer, immer noch an Vorteilen da ist. Und dafür auch da brauchen wir, dass wir den Mädchen- und Frauenfußball sichtbar machen. Ja, dann wurde ich gefragt auf die nächste Folie, ja, wo sind denn meine Visionen? Wo meine ich, wo ich hin will? Ich glaube, dass ich Visionen habe, die sind eigentlich über alle nicht unmöglich. Ich hoffe, dass ich auch noch mit dran arbeiten kann, dass man diese Vision erreicht. Das ist einfach ein flexibler Spielbetrieb im Breitensport. Wir versuchen gerade eine U23 aufzubauen, weil wir merken, nach der B-Jugend verlieren wir ganz viele Mädchen. Und da eben auch so eine Art Norweger-Modell, dass man sich trifft und vorher vereinbart, spielen wir 7 gegen 7, 9 gegen 7, 11 gegen 11, damit man eine ordentliche Spielstaffel zustande bringt. Und da einfach nicht so, dass man einfach wirklich flexibler seid, ohne permanent Satzungsänderungen zu machen, sondern genau dieses alles schon vorgegeben hat und eben regeln kann. Von Saison zu Saison, wo und wie der Bedarf da ist. Dann also Spielangebot für jeden und jede in der Nähe also seines Wohnortes. Das wünsche ich mir natürlich ganz besonders auch für die Mädchen. Und natürlich in Berlin das Problem, die Sportanlagen, dass wir ausreichend Sportanlagen haben, dass wir moderne Umkleidekabinen haben, dass da eigentlich rein investiert wird und dass nicht immer die Ausrede kommt, nein, also Mädchenmannschaft geht nicht mehr, wir haben keinen Platz. Und eine Kabine haben wir sowieso nicht und Umkleidekabinen haben wir auch nicht. Und das darf keine Ausrede sein. Also das darf jetzt schon keine Ausrede sein, weil Jungs nutzen die gleichen Kabinen wie die Mädchen. Da gibt es keinen Unterschied. Da
Da muss man die Dinge nur organisatorisch regeln, aber es darf keine Ausrede sein, dass das nicht möglich ist. Aber ich weiß natürlich trotzdem, unsere Infrastruktur muss sich verbessern, damit jeder, der Sport treiben kann, auch Sport treiben, das möglich machen kann. In manchen Bezirken ist es da wirklich sehr, sehr eng. Da gibt es Wartelisten für Kinder. Und ja, das ist natürlich da so schwierig, wenn dann auf der Warteliste ganz hinten die Mädchen stehen. Ja, und dann natürlich die Gleichstellung für die Profisportler und Profisportlerinnen. Das meine ich, das ist Zeit, dass das endlich kommt. Weil wenn ich sehe, was die Auswahlmannschaften leisten, was die Profisportlerinnen, die Fußballerinnen leisten, leisten genauso viel und trainieren genauso viel wie ihre männlichen Kollegen. Und ja. Ja, da bin ich schon am Ende. Ich habe, glaube ich, noch ganz viel zu erzählen, aber ich hoffe, die wichtigsten Botschaften sind rübergekommen. Wir machen Fortschritte, aber leider noch nicht die großen Sprünge, die man sich wünschen würde oder die ich auch dachte, als ich 2011 angefangen habe. Vielen Dank für diesen wunderbaren Rundumschlag. Ich habe viel aus dieser Session mitnehmen können und lernen können. Mich hat es auch gefreut zu hören, dass dein 90-jähriger Vater begeisterter Frauenfußball-Fan ist. Das ist doch mal eine echt positive Nachricht. Und wie schön. Ja, jetzt vielen Dank für die Zahlen und die Einblicke. Jetzt sind wir, glaube ich, 14 oder 15 Monate lang schon in einer Pandemie. Das heißt, Fußballspielen auf dem Platz findet ja gar nicht statt. Wie würdest du die Stimmung gerade in der Berliner Fußballvereinslandschaft einschätzen, Christine? Ja, alle scharren mit den Hufen und ich glaube, der Trainingsbetrieb hat jetzt auch wieder begonnen. Sorge haben natürlich alle, kommen alle Mädchen, wenn ich jetzt mal über Mädchen und Frauen rede, kommen alle Mädchen und Frauen wieder? Oder haben sich einige in der Zeit doch mal zufrieden in den Sessel gesetzt? Ich habe nicht den Eindruck. Ich habe den Eindruck, es scharen alle mit den Hufen und waren nicht untätig in der Pandemie. Wir haben Konzepte gemacht, Ideen aufgearbeitet. Vielleicht konnten auch alle ihre Wehwehchen ausheilen, sodass ich wirklich eigentlich denke, wenn es jetzt wieder losgeht, ich glaube, sie kommen alle wieder raus aus ihrem Homeoffice und freuen sich, sich zu bewegen. Und wir sind aber auch darauf vorbereitet, dass wir den Verein helfen mit Lösungen, wenn zum Beispiel ein B-Mädchen, was ein Jahr jetzt nicht gespielt hat, in die Frauen gehen sollen und sagt, nee, da gehe ich nicht hin, ich habe jetzt ein Jahr nicht gespielt, dass wir für diese Mädchen jetzt Lösungen finden und erarbeiten. Da sind wir darauf vorbereitet. Und in Deutschland gibt es über 13.000 Frauenfußballteams und dennoch ist in den letzten Jahren die Zahl rückläufig. Woran glaubst du, liegt das? Ja, das ist, ich glaube, ja, also es ist einfach nicht so mit ein, zwei Worten zu erklären. Ich bin der Meinung, dass es einfach an den Medien fehlt. Es fehlt an der Sichtbarkeit des Frauen- und Mädchenfußballs. An der Unterstützung. Es ist auch nicht förderlich, das, was in den Verbänden gerade passiert, dass beim DFB sich alle streiten, dass die Verbände alle um Posten reden. Ich glaube, das ist nicht förderlich für unseren Sport. Und da werden wir als Mädchen-Frauen-Fußball auch immer ein bisschen mitgerissen. Also ein positives Image aufzubauen, was wir sehr wohl haben, man es bloß kommunizieren müsste, würde uns sehr gut tun. Und das würde ich mal als Schlusswort stehen lassen. Vielen herzlichen Dank an Christine Lehmann vom Berliner Fußballverband. Danke.
Ja, ich danke auch.